Jo, meine wunderschönen Kollegen und Freunde und Zuschauer, ich bin wieder bei der Fahrschule von dem lieben Herr Baum und es geht heute los. Was machen wir heute, Herr Baum? Ja, mein lieber Freund, wir werden heute, Sie steigen jetzt hier mal bitte kurz in das Auto ein und dann erkläre ich Ihnen alles. Ja, können Sie Das ist hier schon. aus dem Weg. Danke. So, Sie fahren jetzt bitte nur rückwärts und parken jetzt aus und parken dann auf der anderen Seite Ja, wir machen die zwischen den Alarmanlage beiden aus, weil Autos. die nervt ein bisschen. Warten Sie. Na, ich treff. Achso, Sie hupen. So. Ich hab sie die ganze Zeit verarscht. Entschuldigung, fahren Sie fort. Ja, Sie parken jetzt bitte um das Haus herum. Und zwar auf genau dieser Seite des Gebäudes. Ja, das hat man nur ganz kurz gesehen. Na, nur rückwärts habe ich gesagt. Jetzt parken Sie bitte wieder ein. Hä? Wie bitte? Sie parken jetzt vorwärts hier wieder ein. Ja. Auf den rechten Parkplatz, genau. Na, Sie stehen schief. Geht das schon wieder vorne ab? Ich weiß es nicht. So, und jetzt fahren Sie nur rückwärts zu den anderen Parkplätzen auf der anderen Seite des Gebäudes. Genau. Ohne was zu rammen, nur rückwärts und parken dann hier zwischen den beiden parkenden Autos bitte ein. Das schwarze vorzugsweise bitte nicht berühren. Das blaue natürlich auch nicht, aber das schwarze wäre mir dann noch lieber, dass Sie es nicht berühren. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja! Perfekt! Und jetzt fahren Sie bitte geradeaus bis zum Polizeiauto und dann wieder rückwärts in den Parkplatz, wo Sie vorhin waren. Und dann haben Sie es eigentlich auch schon geschafft und wir können Sie zur Prüfung anmelden. Genau, jetzt rückwärts zum anderen Parkplatz. Nur rückwärts. Ey, Sie sind aber auch echt dumm wie Stroh, glaube ich. Hä? Wie soll ich denn da rückwärts fahren? Na, Sie sollten nur rückwärts fahren ab dem... Na, aber ich muss doch hier Ab auch dem vor. Zeitpunkt. Nein! Sie haben keine Ahnung. Lassen Sie das nicht machen. Ey! Alter! Was ist denn sein Problem, ey? Was willst du denn jetzt, Alter? Ich werde hier von den einen einfach angegriffen. Ey, Gott, den gebe ich, Alter. Danke, $33. Ich zeige Ihnen das mal, ja? Guck mal, Sie stehen ja hier. So, schauen Sie sich das mal von außen an. Mhm. So. Ich wollte, dass Sie so hier rausfahren, ja, und ab hier jetzt nur noch rückwärts fahren. Wow. Und dann hier wieder einparken. So, wissen Sie, wie ich meine? Naja, na klar. So, deswegen... Okay, mache ich. ...parke ich Sie hier jetzt wieder rückwärts ein. Sie steigen hier mal auf der Fahrerseite ein. Gut. Ich bleib hier mal hinten drin. Gut. So, ja. Und jetzt nur noch rückwärts. Ja, aber wie soll ich denn da durchkommen? Der hat irgendeine Polizeisperre gemacht. Na, da müssen sich jetzt was einfallen lassen. Guck mal, da. Genau. Zum Beispiel da. Huch, die Kappe ist aufgegangen. Welche Kappe? Die Klappe, sagte ich. So, jetzt rückwärts. Ja, perfekt. Ja, das schaffen wir noch. Ja, warte, das könnte knapp werden. Ja, nee. Ja, ich hab alles hier im Blick, Perfekt. Können wir sie zur Prüfung anmelden, Mensch? Ja, wollen wir noch mal kurz eine kleine Vorprüfung machen? So, lass einfach mal 5 Minuten ein bisschen durch die Gegend fahren, damit ich mich ein bisschen darauf vorbereite, weil es ist jetzt auch ganz schön spät und dann lege ich mich schlafen und dann treffen wir uns dann morgen wieder hier, oder? Okay, dann machen wir dazu. Fahren Sie mal voraus. Mit dem Wagen. Genau. Oh, können Sie sich auch den blauen hier nehmen. Wenn Ihnen das lieber ist. Nee, ich muss mich hier nur durch die Polizei drängeln. So, warten Sie mal.
Ich nehme doch den blauen. Jetzt rechts rum raus. Ja, warten Sie. Ja, okay. Ich nehme doch den blauen. Der sieht ein bisschen schicker aus. Und neuer. So, gut. So, Sie fahren vor, rechts rum raus, bitte. Großen Bogen um den Tatort, bitte. Mhm. Ja, oder Sie fahren einfach durch die Blutlache. Na, ich hab sie nicht gesehen auf der Straße. Ey, und jetzt fährt mir der Assi hier rein. Die Missgeburt. So, ich fahre hinterher. Die nächste Möglichkeit, fahren Sie bitte dann nach links. Mhm. Ich schaue mir das hier jetzt mal an, ab jetzt. Mhm. Ey! Was, mir ist jemand hinten reingefahren. So ein Arschloch. Ohne Witz, ey, ich pack ihn gleich. Kann ich dafür, dass die vor mir bremsen? Haben die schon mal was von Mindestabstand gehört oder was? Scheiß KI hier. Ja, also ich glaube, was machen sie denn hier? Ich hab nur ihre Reaktion getestet. Am was Limo. Dachte ich bei der nächsten links? Ja, und sie fangen ja geradeaus weiter. Genau, hinten ist jetzt angesagt. Das ist zwar rechts, aber ich weiß nicht, wie sie so in der Prüfung wissen wollen, wo der Prüfer sie hinschicken muss. Ne, ich musste nur kurz wenden und wollte nicht. Ach, gut. Dann die nächste rechts jetzt in dem Fall. So, links so. Bitte. Na, ich muss hier weiter gucken, Zug, Alter! Der schnellt! Ja, der wer kann weiß. Nicht so fahren! Mein Motor, mein Auto ist kaputt. Wirklich? Ich schieb sie, sie denken. Ja, auf den Gleisen fahren wir natürlich nicht weiter. So, warten Sie mal. Ich lasse mal Ihr Auto jetzt reparieren. Oh, schon wieder kaputt. Oh, oh, dann. Du bist gestorben. Ich brauche Hilfe. Ich hab den gar nicht gesehen und so, oh oh, John, auf einmal BAM! Ich brauche Hilfe, ich lieg auf dem Kopf. Oh, ich hab mich schon wieder gerichtet. Wenn das in der Fahrschule wirklich passieren würde. Stell dir vor, du bist gerade so auf den Gleisen, weil das Auto einfach ausfällt und da kommt so ein kommt einfach so ein Zug und tötet den Fahrlehrer. Ich weiß gar nicht, also du wirst ja selber auch sterben, weil du einfach so überschlagen bist, aber der Lokführer, der da steht, der sieht doch, dass da ein Auto steht. Der Zug stand ja vorher, also. Na gut, sie fahren jetzt bei der nächsten Möglichkeit links. Die nächste Möglichkeit rechts, beziehungsweise einfach dem Straßenfahrer. Ja, ich wollte mal ihr Auto hier abstellen, wissen Sie, damit die Kfz-Mechaniker sich darum kümmern können. Vielleicht nehme ich mir einfach mal hier so eine Billigkiste, die ich mir natürlich auch gehört. Und der. Klar, deswegen schlagen sie die Scheibe ein. Ja, ich muss mal ein bisschen Wut rauslassen nach dem Unfall. Gute Reaktion. So, halte ich mich mal in die 10 km/h. So, das verstehe ich nicht. Auf der Straße ist eine 10 abgemalt und dann steht da 25. Können Sie mir das mal bitte erklären? Ich sehe schon wieder 10. Hä? Das verstehe ich nicht, Herr Fahrlehrer. So. Und wieso ist die 10 falsch rum aufmarkiert? Ja, das ist folgendermaßen. Warum ist die 10 falsch rum markiert? 10 steht für Miles per Hour. Ja, aber warum ist die 10 falsch rum auf der Straße mal gemalt? Weil das Behindis gemalt haben. So.
Sehr gut. Von mir steht hier schon wieder Speed Limit 25. Ich verstehe das nicht. So, und die nächste fahren Sie bitte dann links. Gut. Sind dann einmal im Kreis gefahren, aber ich wollte sehen, wie... Oh, ach, hier geht's gar nicht nach links. Oh, ich dachte. Denn ich wollte sehen, wie Sie sich verhalten, wenn hier solche verwirrenden Schilder sind. Und Sie haben das gemeistert, Sie sind natürlich 10 gefahren. Hä? Voll die Verarsche hier. Ja, ich dachte aber, hier kann man links reinfahren. So. Ich grüße noch Hans-Peter kurz, ja? Hans-Peter, schön, mach einen schönen Tag. Da sitzt zwar keiner, aber gut. Oh ja, so, der. Jetzt fahren Sie rechts. Was? Die nächste fahren Sie rechts und nicht wieder auf den Gleisen stehen, weil Sie wissen, was jetzt mal passiert ist. Ja, da steht ja schon wieder ein Zug. Boah, den haben sie aber schnell ersetzt. So, die nächste rechts meinten sie. Gut. Genau. Mensch, ihr Wagen geht aber ganz schön ab, so. Ich das mal hier so von der Beschleunigung mir anschaue. Ja, ich habe einfach nur gut geschalten. Ja. Und wissen Sie was? Meine Augen, die werden langsam schwer. Wirklich? Na dann überholen Sie aber. Komm, machen wir mal hier ein bisschen Remedium Action. Wir sind ja auf einer Rennfahrschule. Sie können mir jetzt folgen ein bisschen. Ich fahre natürlich in der Ego-Perspektive, das sollten Sie auch tun. Mach ich. Perfekt. Warte mal, wo sind Sie lang? Sie waren einfach weg. Ich bin rechts abgebogen. Ja, Sie waren einfach weg. Sie waren irgendwann noch vor mir, jetzt waren Sie einfach weg. Ja, wir fahren jetzt nämlich zum Ort, wo die Prüfung dann startet, damit Sie Bescheid wissen. Wir müssen mal kurz hier wenden. Jetzt doch wieder wenden. Ja. Tut mir leid. Bitte bauen Sie keine schwerwiegenden Unfälle. Och, das war ein Reh, das war ein Reh. Ist mir, aua. So, links bitte. Genau. Hoppala. Wow. Warten Sie mal. Klar, ich bleib einfach auf der Autobahneinfahrt stehen. Ach, macht doch jeder. So, und jetzt. Beschleunigen, jetzt Beschleunigungsstreifen genau. Und reinziehen. Ich kann auch hier rechts überholen, denn wir sind die Rennfahrschule und da ist es gestattet. Wissen Sie, wie ich meine? In manchen Situationen muss man zwar links überholen. So, hier ist ein Autobahn-Rambo, der denkt, er müsste, könnte mich einholen. Wie geht's Ihnen so? Ach, Sie kommen ja ganz okay hinterher. Naja, der Wagen hat schon ein bisschen PS unter der Haube, aber man merkt, dass er kämpft. Ja, meiner ist jetzt auch nicht, hoch aufgetuned und kämpft auch schon hier bei den Drehzahlen von 8000. Meiner ist bei 9000. So, diese Ausgabe. Wow! Das gehört zum guten Rennfahrer dazu, die Reaktionen. Ja, aber die haben aber ja, sie sind ja, sie wussten schon, dass sie die Ausfahrt nehmen, sind schon nach rechts gefahren und ich war in dem Moment dran, sie zu überholen, verstehen Sie? Ja, das ist schon klar, dass sie das nicht meistern konnten hier, ohne das Bescheid zu wissen. So, über Rot fahren wir heute mal auch. Na, wir haben ja Premium Pass. Wir mal um die Kurve driften. Wow. Er hat mich ein Auto gerammt. Haben natürlich nur nachgemacht. Da. Achso, doch links. Und hier parken wir mal ein.
Genau. Da steht sogar Parking dran, ein großes Schild. Sehen Sie das? Hä? Achso, ich dachte. Ach, das war eine KI. WTF. Da hinten ist einfach irgendeiner in die parkende Menge gefahren. Was will er, Alter? Meine Güte. 34 Euro. Ach, der wollte Stress. Achso. Naja, ja, ich würde sagen, das war ja eine schöne, schöne aufregende Fahrt hier. Ja. Und ich würde sagen, das... Hey, jetzt lass du nicht mehr, Arsch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und da haben wir dann die Fahrprüfung. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag. Haut da rein, tschüss, danke, Herr Baum, dass Sie wieder dabei waren und ja. Kein Ding, kein Ding.